Ich bin auch ab und zu bei einem Grand-Slam-Turnier, schaue zum Beispiel bei den Rollies gerne zu. Das ist Wahnsinn, was da inzwischen geleistet wird. Und das ist ja nicht das Einzige, was wir im Sport haben, an Möglichkeiten mit Behinderten zu arbeiten. Und genau darum geht es jetzt. Und ich freue mich schon sehr. Ich habe schon ein bisschen hier geschaut beim Einspielen. Also das ist faszinierend, was wir sehen werden. Die Frage ist einfach, was passiert, wenn jemand in einen Tennisverein kommt und sagt, ich würde gerne spielen, und man schaut und sieht, oh, der sitzt im Rollstuhl oder vielleicht ist gehörlos oder ist blind. Was machen wir als Trainer? Was macht man als Club? Und da haben wir einen, der das jetzt hoffentlich ganz gut beantwortet. Ich werde nicht locker lassen, ihn das zu fragen. Er ist unter anderem Lehrbeauftragter für Tennis an der Deutschen Sporthochschule Köln, hat natürlich viel mit Rollstuhltennis und Behindertensport zu tun. Freue mich so sehr, Niklas Höfgen ist da. Herzlich willkommen. Du hast eine Menge vor, deswegen mache ich es ganz kurz. Aber diese Frage, die ich eben gestellt habe, der kann man sich wirklich mal stellen, weil ich hoffe, dass das immer häufiger passiert wird in der Zukunft. Genau, also man spricht immer ganz viel über Barrieren und denkt dann so an Treppenstufen, dann müsste man eine Rampe bauen, aber im Grunde genommen ist die erste Barriere immer erstmal im Kopf. Und wenn die gefallen ist, dann findet man ganz schnell pragmatische Lösungen. Also ich bin immer für pragmatische Barrierefreiheit. Es hieße zum Beispiel, wie du gerade sagst, da kommt der Rollstuhlfahrer zum Tennisverein und sagt, hey Leute, ich habe total Bock auf Tennis. Und dann kann man dem auch ganz transparent kommunizieren. Alles klar, wir probieren erstmal, dass du auf den Platz kommst. Dann schauen wir rufen mal bei der Stadt an, was gibt es für Fördermöglichkeiten, um vielleicht eine Sanitäreinrichtung rollstuhlgerecht zu gestalten und so. Also man sollte einfach Berührungsängste verlieren. Niemand weiß mehr über Barrierefreiheit als der Rollstuhlfahrer selber. Den einfach zu fragen, hey, was benötigst du eigentlich? Und dann ist Action auf dem Platz angesagt, weil das, was ich erlebe, die Leute, die entscheiden sich aktiv für Tennis. Da kommt keiner irgendwie zweimal die Woche, weil die Oma gerne will, dass der kleine Willi Tennis spielt. Die Leute kommen alle, weil sie richtig Bock haben, weil sie richtig heiß sind. Und das ist aus der Trainerperspektive ja das Großartigste, was passieren kann. Und ich habe gelernt, nichts ist unmöglich. Viel Spaß. Ja, also auch von mir, guten Morgen, frohes neues Jahr, kann man ja auch noch sagen. Mein Name ist Niklas Höfgen, ich komme aus Köln, arbeite dort für die Gold-Krämer-Stiftung, leite ein Projekt Tennis für alle, heißt das. Und in diesem Projekt geht es darum, die deutsche Tennislandschaft zu sensibilisieren für Sport mit Menschen mit Behinderung. Wir machen also Trainerschulungen, machen eigene Trainings in den Bereichen Tennis mit Kindern mit geistiger Behinderung, im Bereich Blindentennis. Diese Sportart haben wir 2016 in Deutschland eingeführt und im Bereich Rollstuhltennis, was die paralympische Disziplin ist von Sportlern mit Behinderung und deswegen euch möglicherweise auch am bekanntesten. Ich mache 5 Minuten ganz schnell eine kleine Einführung in die Thematik, weil ich viel vorhabe, will ganz viel zeigen. Ihr seht nur ganz kurze Trainingssequenzen, ganz kurze Ausschnitte aus den Bereichen Rollstuhltennis, Blindentennis und Gehörlosentennis, um euch nur eine kleine Idee zu geben, um euch also vielleicht eine möglicherweise bestehende Berührungsangst zu nehmen. Wenn dann tatsächlich der Fall eintritt, da klopft der Blinde an die Vereinstür und sagt, hey, ich will Tennis spielen. Und dann wisst ihr schon mal, was man an Materialien braucht und wie das Ganze methodisch ablaufen kann. Wenn ich zu schnell für euch rede. Übrigens sensationell, Gebärdensprachdolmetschung auf dem Tenniskongress. Ich beginne mit ein paar Zahlen aus der Bestandserhebung vom Deutschen Olympischen Sportbund, die ich super finde, diese Zahlen. 29% aller Deutschen sind in einem Sportverein, in möglicherweise von mir, von uns, einer Hauptzielgruppe. Bei den 7- bis 14-Jährigen sind das bei den Jungen 80% und bei den Mädchen 60%. Super Zahlen, alles Mitglieder in Sportvereinen unter dem Dach des DOSB. Wenn jetzt jemand irgendwo in der Tanzschule ist oder Kampfsport oder Parkour oder sonst was macht, nur joggen geht, dann fällt der in diese Statistik ja noch gar nicht rein. Das heißt, tendenziell könnte man davon ausgehen, dass diese Anzahl an Deutschen in Sportvereinen noch viel größer ist. Großartig, aber nur
8% Menschen mit Behinderung sind in einem Sportverein organisiert. Und wir, die wir Sportangebote machen, unsere Aufgabe ist es, als Tennistrainer oder als Vereinsvorstände, als Funktionäre in Vereinen und Verbänden, Sportangebote zu machen, Leute für Tennis zu begeistern. Und dann stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum finden diese Leute nicht den Weg in unsere Vereine? Was können wir dafür tun, damit sich diese Zahl ändert? Denn insgesamt leben in Deutschland 12,77 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Das ist aus dem Teilhabebericht der Bundesregierung. Davon haben 7,5 Millionen einen Grad der Behinderung von über 50 und gelten somit als schwerbehindert. Wenn man eine Behinderung hat, dann geht man in Deutschland zum Amtsarzt und der mehr oder weniger hieb- und stichfest attestiert einem dann einen Grad der Behinderung. Also eine riesen Zielgruppe von diesen 7,5 Millionen Menschen kommen aber nur 4-5% mit einer Behinderung zur Welt. Das heißt, der Großteil an Behinderung wird im Laufe des Lebens erworben. Zum Beispiel durch Krankheit oder Unfälle. In diese Statistik, diese Zahl ist unter anderem so groß, weil auch alle Menschen im Altersgang dort hineinfallen. Also meine Großeltern, die eine Pflegestufe haben und so weiter, fallen dann auch in den Bereich 12,77 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Wenn man sich zum Beispiel den Bereich Sehbehinderung anguckt, dann sind in Deutschland 70% aller Sehbehinderten über 70. Das liegt einfach daran, dass die Sehstärke mit dem Alter abnimmt. Wir wollen eigentlich an die anderen 30%, also an die Kids, die irgendwo auf der Förderschule mit Förderschwerpunkt Sehen sind. Wenn ich Tennis-AGs mache mit diesen Kindern, dann sieht man immer wieder, dass Blinde in Deutschland ganz häufig in Watte gepackt werden. Wenn ich mache eine Tennis-AG mit denen, jemand steht irgendwo bei denen in der Schulturnhalle und ich sage, okay, jetzt geh mal 3 Schritte rückwärts und dann machen die das. Weil denen ihr Leben lang gesagt wird, geh vorsichtig, mach kleine Schritte, die Welt ist gefährlich nach dem Motto. Und Sport kann natürlich in einem unglaublichen Maße dazu beitragen, dass diese Leute Selbstvertrauen erfahren, Selbstvertrauen entwickeln. Denn wenn ein Blinder, wir trainieren zum Beispiel bei uns in Köln Blindentennis in einer 5-Feld-Tennishalle freitagsabends, da ist auf 4 anderen Plätzen Kindertennis, da ist richtig Rabatz in der Halle. Und wenn meine blinden und sehbehinderten Spieler in dieser Chaoshalle trotzdem noch den Blindentennisball herausfiltern können und hören können, dann werden die auch das Auto auf der Straße hören, das irgendwie von links kommt und so weiter. Oder die kleinen Rollifahrer, die in den ersten Stunden noch von ihren Eltern in die Tennishalle geschoben werden und nach 4-5 Einheiten kommen die da selber reingefahren, die Eltern berichten, dass die Kinder sich auf einmal strecken können, die können Gläser aus Regalen holen und so weiter. Das ist also ein Riesen-Impact, ein Riesentransfer auch auf die Alltagswelt dieser Zielgruppe. Insgesamt unterscheidet man Behinderungen in 3 unterschiedliche Klassen. Körperliche Behinderungen, in den allermeisten Fällen resultierend in einer Gehbehinderung. Diese Leute spielen in den meisten Fällen Rollstuhltennis. Sogenannte geistige oder Lernbehinderung. Das ist die einzige Disziplin, die ich heute nicht zeige, weil es für mich im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit ist, mit jemandem zu trainieren, der einfach ein bisschen länger braucht, um zu lernen. Das heißt, es ist ein ganz reguläres Training, ein ganz normales Kindertraining. Wir gehen durch alle 3 oder 4 Play-and-Stay-Stufen mit denen. Vielleicht brauchen die aber nicht 3 Wiederholungen, sondern 6 oder 7. Es gibt Leute mit geistiger Behinderung, die machen einen schwarzen Gurt im Karate, die sind Gewichtheber, die springen Flickflack auf dem Trampolin. Wenn man die Tennis spielen sieht, dann sieht man denen die Behinderung nicht an. Wenn man dann aber näher rangeht an den Platz, merkt man vielleicht haben die Probleme damit, 15, 30, 40 zu zählen oder solche Geschichten. Und der dritte Punkt, die dritte Kategorie sind sogenannte Sinnesbehinderungen, sensorische Behinderungen. Die kann man aufteilen in den Bereich Blindheit und Sehbehinderung. Diese Leute spielen Blindentennis, ganz spannende, abgefahrene Geschichte. Und den Bereich Hörbeeinträchtigung, das subsumiert man in der Kategorie Gehörlosentennis. Behinderung wurde bis vor einigen Jahren noch wahrgenommen als ein Defizit. Die moderne Soziologie, ganz kleiner Ausflug, denkt Behinderung aber neu und multifaktoriell, also abhängig von ganz vielen Faktoren. Ich habe ein kurzes Modell mitgebracht, das diese unterschiedlichen Ebenen einmal zeigt. Nehmen wir die Ebene
ganz links der Körperfunktion und Strukturen. Wenn man das ganz pragmatisch denkt, mir fehlt ein Bein. Daraus resultiert auf der Ebene der Aktivitäten, dass ich mit einem Bein nicht so gut laufen kann wie mit zwei Beinen. Meine Partizipation ganz rechts, meine Teilhabe, mein Einbezogensein, zum Beispiel an Sportaktivitäten oder auch in den Beruf, hängt aber jetzt nicht nur damit zusammen, dass mir ein Bein fehlt, sondern auch von personenbezogenen Faktoren. Wenn ich die ganze Zeit zu Hause auf der Couch sitze und sage, oh, mir fehlt ein Bein, ich kann ja gar nicht Tennis spielen, dann werde ich niemals den Weg in den Tennisverein finden. Andererseits spielen Umweltfaktoren eine große Rolle. Wenn meine Krankenkasse mir den Sportrollstuhl nicht bezahlt oder die Sportprothese, um Sport zu machen. Wenn der Tennisverein sagt, nee, im Grunde genommen brauche ich jetzt den Platz nicht umbauen mit einer Rampe für eine Piepe, die da ankommt. Selber schuld, dass du nicht laufen kannst. Das heißt, Behinderung, Teilhabe ist von ganz vielen Dingen abhängig. Und ihr macht jetzt hier mehr oder weniger freiwillig den ersten Schritt, indem ihr mir zuhört und vielleicht diese gerade schon mit Matthias angesprochenen Barrieren im Kopf aufbrecht und ein Teil der Umweltfaktoren barrierefrei gestalten könnt. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu einer Studie von Kollegen aus England, deren Ergebnisse ich herausragend finde, die herausgefunden haben, wir fangen ganz oben links an, 84% der Menschen mit Behinderung sagen, dass Tennis einen positiven Einfluss auf ihr Sozialleben hat. Da sind wir wieder bei den personenbezogenen Faktoren. Oft landen Menschen mit Behinderung in einer Art Teufelskreis der Inaktivität. Man verunfallt möglicherweise, bleibt deswegen zu Hause, verliert einige soziale Kontakte, traut sich nicht in den Sportverein, weil man nicht im Sportverein ist, hat man keine sozialen Kontakte und so weiter und so weiter. Und 84% der Menschen mit Behinderung sagen, seitdem ich den Schritt in den Tennisverein gemacht habe, ist mein Sozialleben besser. 9 von 10 Menschen mit Behinderung sagen, dass Tennis einen positiven Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein hat. Ist das nicht großartig? Das ist doch das, was wir erreichen wollen. Wenn Kinder zu uns ins Training kommen, dass die selbstbewusst werden, dass die kritisch werden, dass die wissen, ich habe was geleistet, ich kann was schaffen. Mehr als 2/3 der Menschen mit Behinderung sagen, dass sie sich generell glücklicher fühlen, seit sie Tennis spielen. Und wenn das nicht das ist, was wir uns wünschen, dass jemand kommt und sagt, seit ich Tennis spiele, bin ich generell glücklicher in meinem Leben. Ey, wie sensationell ist das? Und jetzt blicken wir zum Abschluss noch einmal auf unsere Rolle als Trainer. Und da sagen 98% der befragten Trainer in England, dass Sportler mit Behinderung zu trainieren einen positiven Einfluss auf ihre Professionalität und die Qualität ihres generellen Trainings hat. Das heißt, die sagen, das bereichert mich in meiner Persönlichkeit und in der Art und Weise, wie ich Tennistraining gebe. Auch in Gruppen mit Sportlern ohne Behinderung. Das war's soweit erstmal zum Theorieeinstieg. Ihr werdet jetzt eine Minisequenz Blindentennis sehen, dann eine Minisequenz Gehörlosentennis und zum Schluss noch eine kleine Sequenz zum Thema Rollstuhltennis. Das ist alles keine fertige Trainingseinheit, das ist alles keine methodische Übungsreihe, die irgendwie stringent aufeinander aufbaut. Es soll nur die kleinen Aspekte zeigen, die möglicherweise im Training unterschiedlich sein können zu dem, was wir tagtäglich machen. Denn die Gemeinsamkeiten zum regulären Tennis, zu dem Tennis, das wir spielen, sind viel größer. Es geht darum, dass wir die Fähigkeit entwickeln, methodisch das auszugleichen, wo möglicherweise Unterschiede sind. Und dann starten wir mal mit dem Blindentennis. Ich habe den Michael Wahl mitgebracht, aus Köln mit angereist. Kleine Stufe. Was wir hier vorbereitet haben, ist, also Michael ist vollblind, sieht also nichts, hat ein ganz bisschen Hell-Dunkel-Wahrnehmung. Im Blindentennis gibt es 3 Startklassen und in der Kategorie B1, vollblind, muss eine Dunkelbrille getragen werden, weil sonst könnte ja ich da hinkommen und sagen, hallo Leute, ich bin vollblind und dann ziehe ich die Leute da ab. Das funktioniert nicht, daher die Dunkelbrille aufsetzen. Wir alle sehen, wo fängt das Feld an, wo hört das Feld auf, wo ist das Netz? Ich muss immer mal wieder auf die Uhr gucken.
Der blinde Sportler muss das Tennisfeld erfühlen. Das heißt, ganz am Anfang würde ich mit denen ablaufen. Wie sieht der Tennisplatz überhaupt aus? Hier ist das Netz, da ist die Grundlinie. Wir messen, so und so viele Schritte brauche ich von T-Linie zum Netz und so weiter. Das sparen wir uns mit Michael, weil der Kollege schon seit anderthalb Jahren Tennis spielt. Was wir aber machen, ist Linien fühlbar machen. In der Tennishalle in Köln, in der wir trainieren, da liegt Teppich. Und da kleben wir Klettlinien auf die regulären Linien drauf. Nutzt ihr vielleicht auch, um den Midcourt zu markieren im Jugendtennis oder so. Das heißt, Michael fühlt zum einen die T-Linie und zum anderen eine Centerlinie, damit er weiß, wo ist die Mitte der T-Linie. Normalerweise sind jetzt auch noch die Seiten markiert und so weiter. Das sparen wir uns alles. Wir fangen an mit ein bisschen Ballgewöhnung. Michael, du legst deinen Schläger hinter dich ab. Es geht erstmal darum, das ist ein Schaumstoffball, der macht folgende Geräusche. In diesem Schaumstoffball ist ein kleiner Plastikball, in dem Plastikball sind Metallstifte, die rasseln. Jetzt geht es also erstmal um Ballgewöhnung. Ich trumpfe Michael den Ball zu, du fängst und wirfst den Ball zu mir zurück. Im Blindentennis gibt es eine Phrase vor jedem Aufschlag. Der Aufschläger fragt ready, der Rückschläger antwortet mit yes und der Aufschläger sagt play, weil sonst würde ja der Return-Spieler gar nicht wissen, wann ich aufschlage. Ready? Play. Der Ball kommt gerollt. Aufgabe ist es, zu fangen, zu mir zurückzuspielen. Genau, die Blindentennisspieler, die bei mir Training haben, haben das große Glück, dass ich ununterbrochen rede. Das heißt, sie wissen auch immer, wo ich stehe. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hingehen und ein bisschen meine Position verändern. Da, Michael, du musst jetzt hier zu mir zurückspielen. Mal schauen, ob er es hört. Ich komme ja eigentlich über die Boxen. Jawohl, das sieht gut aus. Das sind alles Dinge, die kann man sehr kleinschrittig auch mit Kindern schon im jüngsten Bereich machen. Dann nimmst du deinen Schläger, genau. Und das ist sicher. Ne? Also viele Blinde haben Angst, irgendwo gegenzulaufen. Diese Angst können wir denen nehmen. Der Ball ist aus Schaumstoff. Wenn man den abkriegt, der tut nicht weh. Auf dem Tennisplatz kann man nirgendwo gegenrennen. Vielleicht habt ihr schon mal blinden Fußball gesehen. Michael hat mal in der blinden Fußballnationalmannschaft gespielt und irgendwann mit Fußball aufgehört, weil er keine Lust mehr hatte, gegen Leute zu rennen. Jetzt mal Tennis. Genau, Tennis ist sicherer. So, also auch ein großer Vorteil. Ne? Tennis ist keine Kontaktsportart. Im Rollstuhl genauso. Ich habe Kinder im Training, die haben Glasknochen. Die könnten zum Beispiel Basketball nicht spielen, weil auch Rollstuhlbasketball eine Kontaktsportart ist. Wenn man Glasknochen hat, ist das nicht so einfach. Nächste Aufgabe, immer noch rollender Ball. Ich trumpfe dir den Ball zu. Du stoppst einmal mit dem Schläger und schrubbst zu mir zurück. So ein bisschen wie Lotiball. Das können auch zwei Blinde theoretisch gegeneinander spielen. Ball kommt, einmal stoppen und zu mir zurück. Jawohl, das ist schon einigermaßen sicher. Sehr gut, wir gehen direkt einen Schritt weiter. Das wäre jetzt also klassischerweise vom rollenden zum springenden Ball. In Michaels Startklasse, wie gesagt, es gibt drei Stück. Bei den Vollblinden rotes Feld. Das Netz ist eigentlich auch nur 83 cm hoch. Bei Michael darf der Ball bis zu dreimal auftrumpfen. Das heißt, wir trainieren auch viel Rhythmisierung. Es geht darum, der Ball trumpft, trumpft, trumpft und dann kommt erst mein Schlag. Okay, der Ball trumpft dreimal, du spielst zu mir locker zurück. Ready? Play. Ready? Play. Sehr gut. Ihr merkt, Blindentennisspieler müssen ziemlich tief stehen. Ich bin selber, dieser Ball kommt aus Japan, wird in Japan hergestellt. Blindentennis wurde von einem blinden japanischen Studenten entwickelt, der aus einer Tennisfamilie kommt. Eltern spielen Tennis, Geschwister spielen Tennis und der hat sich gefragt, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, um selber Tennis mitspielen zu können. Das eine waren die taktilen Linien, das zweite ist natürlich der klingelnde Ball. Das ist der einzige Ball, den es gibt, mit dem offiziell auch international gespielt wird.
ich finde, der Trumpf noch nicht gut genug. Ich hätte gerne diesen langsamen Ball fürs Blindentennis-Kindertraining und einen härter springenden Ball für Fortgeschrittene. Das gibt es noch nicht, also so ähnlich wie das auch irgendwie im Play and Stay möglich ist. Michael muss also ziemlich tief stehen, um nach dem dritten Bounce den Ball zu kriegen, hat andersherum aber den Vorteil, dass sich automatisch sein Gehör in Richtung Ball absenkt. Auch ganz logisch, wenn ich hier oben stehe, aber der Ball da unten trumpft, kann ich ihn schwieriger orten. Wir machen noch mal eine Runde. Ready? Play. Gut geholt. Okay. Und ganz zum Abschluss. Dieser Blindentennis-Einheit. Wie bringe ich einem Blinden einen Aufschlag bei? Erste Geschichte, wenn wir den Ball hochwerfen, macht der Klingelball keine Geräusche, dann ist er weg. Das heißt, man hat entweder die Möglichkeit, mit extrem rhythmisch talentierten Spielern oder wenn man sehr viel Zeit hat, das tatsächlich zu üben, zu zählen, was weiß ich. Ich werfe den Ball jedes Mal einen halben Meter hoch, nach so und so viel, Hundertstel Sekunden, ist er wieder hier am höchsten Punkt. Das ist extrem schwierig. Ihr alle könnt gerne zu Hause mal probieren, mit Augen zu aufzuschlagen. Das heißt, der Blindentennisspieler schlägt den Ball eher aus der Hand. Also Michael, bei dem sieht man das, der wirft den Ball vielleicht 15, 20 Zentimeter hoch und schlägt dann hier oben relativ schnell direkt aus der Hand. Wenn ich sehenden Spielern ein Hütchen hinlege beim Aufschlag. Klassiker, macht ihr alle Aufschlagen auf Hütchen oder hier DTB-Dosen-Challenge und so weiter. Es geht darum, ein visuelles Ziel zu legen. Michael würde dieses Ziel nicht sehen. Das heißt, alles, was visuell passiert, mache ich im Blindentennisbereich akustisch. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wir können jetzt mal ausprobieren, ob das reicht, auf meinem Handy eine Metronom-App und lege Michael kein visuelles, sondern ein akustisches Hütchen und sage, wir üben jetzt den Aufschlag von der linken Seite nach außen. Lege dieses, ihr seid ja vorbildlich leise, Mensch, lege dieses Hütchen hier hin und Michael probiert auf das akustische Hütchen aufzuschlagen. Und das Ziel ist natürlich, genau wie wir es auch im sehenden Tennis machen, irgendwann das Hütchen dort wegzunehmen. Der Eimer steht rechts neben dir. Ich lasse ihn mal hier stehen und gehe rüber. Dann hast du mich auch noch zusätzlich da drüben als Schreihals. Falls das... Ja, der Manto. Die Richtung hat schon mal gestimmt. Das ist ein normaler... Genau, der war drüben, ein bisschen zu weit links. Jawohl, das wird schon besser. Das heißt, wir nähern uns hier diesem akustischen Hütchen an. Genau, jetzt hat er korrigiert, das sieht man schon. Ganz wichtig als Trainerrückmeldung, dass ich nicht sage, knapp daneben. Weil da hat er nichts von. Ich muss also genau Feedback geben, der Ball war 2 Meter zu weit rechts, damit er hier oben motorisch und vielleicht auch kinästhetisch korrigieren kann. Weil Michael irgendwann dann weiß, wie fühlt sich der richtige Aufschlag an, der aufs Hütchen geht. Genau. Jawohl, jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Einen machen wir noch. Okidoki. Das heißt, ihr habt gesehen, je länger das Hütchen dort liegt, je länger das Hütchen dort liegt, desto mehr kann er sich annähern. In einem nächsten Schritt würde ich also das Hütchen bzw. das Metronom, kann man auch sonst was machen mit einem Song, den die Kinder cool finden oder was auch immer. Ich nehme dich wieder mit, genau. Dahinlegen, um so einen Spaßfaktor einerseits zu generieren, aber andererseits halt einfach eine akustische Orientierung zu gewährleisten. Ich kann mich auch dahinstellen und die ganze Zeit klatschen. Es geht nur um das Geräusch. Okay? Vielen Dank. Alles klar. Danke dir. Ich bringe dich noch kurz zum Platz.
Gedanken machen zum Abschluss? Ja. Okay, so viel zum Thema Blindentennis. Wir gehen weiter in die nächste Behindertensportdisziplin im Tennis, ins Gehörlosen-Tennis. Übrigens hier vorne, dafür sind die Gebärdensprachdolmetscher angereist, die beiden Bundestrainer im Deutschen Gehörlosen-Sportverband, Ronald und Thorsten, ihr könnt ja einmal winken. Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist übrigens die Gebärde für Applaus, habt ihr auch noch was gelernt. Und um sie herum sitzt die gesamte deutsche Gehörlosen-Tennis-Nationalmannschaft, die im August letzten Jahres Mannschaftsweltmeister geworden ist. Gut, Urs und Heike. Ich selber spreche keine Gebärden. Das heißt, ich probiere meine Kommunikation mit den beiden. Also Urs zum Beispiel versteht mich auch gar nicht. Der schaut mich die ganze Zeit nett an und lächelt, weil er probiert, meine Lippen zu lesen. Jetzt hat sie sich umgedreht. Das ist natürlich auch ein super Service für mich. Den habe ich im Training nicht. Genau. Das heißt, ich probiere, was ich nicht machen darf, ist ein Hütchen nehmen, irgendwo hinlegen und währenddessen die Übung erklären. Machen wir im regulären Training ganz oft, aber wenn ich keinen Blickkontakt zu den Sportlern habe, dann sehen sie nicht, was ich erkläre. Kaugummi kauen, nuscheln, all solche Sachen kann ich vermeiden. Das heißt, wenn ich an solche Dinge denke, generell an solche Dinge denke, verbessere ich wahrscheinlich meine Kommunikation auf dem Tennisplatz mit allen Gruppen. Wir machen im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was wir gerade im Blindentennis gemacht haben, weil Michael ganz viel Akustik braucht und die beiden ganz viel visuelle Reize benötigen. Das heißt, wir machen so ein paar Übungen aus dem Bereich visuelles Training, reagieren auf visuelle Reize, anpassen auf visuelle Reize und starten mit einer Übung. Kommt ihr mit rüber? Mit unterschiedlich farbigen Reifen. Legen wir mal hier hin. Ich habe gestern die Gebärden gelernt für die Farben Rot, Blau und Gelb. Und das Ziel ist es, Heike bestimmt, wenn Heike den ersten Ball in den gelben Reifen spielt, muss Urs in den gelben Reifen antworten. Dann spielt Heike zum Beispiel den roten Reifen, Urs muss in den roten Reifen antworten. Ganz kleines Spielchen, nur zum Aufwärmen, um so ein bisschen kognitiv auch den Apparat hier oben in Gang zu bringen. Kann man auch machen mit unterschiedlich farbigen Plättchen, dann verspringt der Ball ein bisschen weniger. Es geht immer nur um Anpassung auf visuelle Signale, spielerisch, auch spannend im Kindertennis. Geht viel um Kontrolle hier. Blau, blau, rot, rot, blau. Genau, das kann man miteinander spielen. Was weiß ich, 10 Reifentreffer gegen eine andere Gruppe. Das kann man gegeneinander spielen, so ein bisschen Touch-Tennis-mäßig. Gelb, blau, blau, gelb, gelb. Wunderbar, das kriegt ihr hin, das reicht. Wir machen noch eine zweite Sache. Es geht auch um Anpassung an visuelle Reize. Wir machen das hier in der Mitte in die Richtung. Ich rolle einen Reifen und das Ziel ist, dass die beiden immer einen ähnlichen Abstand zum Reifen behalten und sich den Ball durch den Reifen hin und her spielen. Habt ihr einen Ball? Ja. Okay. Sehr gut, eine Runde machen wir noch. Dann wird das hier jeder verstanden haben.
Ihr könnt im Grunde genommen also alles anwenden, was ihr aus dem Bereich visuelles Training kommt. Was natürlich nicht geht, ist Dinge zuzurufen, also zu callen. Ich kann jetzt nicht verschiedenfarbige Hütchen hinlegen und rufen rot, blau, grün. Klassiker aus dem Tennis, irgendwie Hütchen antippen und dann spielen, funktioniert nicht, weil sie natürlich dieses akustische Signal nicht hören. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich das visuell steuern. Eine schwere Runde noch, so. Jetzt ist der Ralf natürlich deutlich schneller, eiert auch ein bisschen, aber das läuft, alles klar. Okay, Schläger. Neben dem visuellen Training ist der Bereich Gleichgewicht im gehörlosen Tennis. Wir machen das übers Netz. Ist der Bereich Gleichgewicht super wichtig. Wir alle wissen, der Gleichgewichtssinn sitzt im Ohr. Das heißt, wenn möglicherweise aufgrund einer Hörbeeinträchtigung auch der Vestibulärapparat betroffen ist, kann es sein, dass ein Gehörloser den Bereich Gleichgewicht noch mehr trainieren muss als ein regulärer Tennisspieler. Wir fangen erstmal ohne Luftballon an und wir stehen auf dem, wie heißt das Ding? Bosu-Ball. Spielen sich Volleys zu. Die beiden sind natürlich schon extrem sicher. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich habe es gestern auch mal ausprobiert. Um das Ganze noch ein bisschen zu erschweren, um also noch den Bereich visuelle Orientierung dazuzunehmen, ist es jetzt Heikes Aufgabe, parallel zum Volleyspielen noch neben sich einen Luftballon in der Luft zu halten. Das ist gar nicht so einfach. Probiert ruhig noch eine Runde. Nochmal. So, und wenn man jetzt super abgefahrenen Kram machen will, dann gibt man einfach beiden diesen Luftballon. Urs konnte jetzt ja noch ein bisschen besser korrigieren. Jetzt sind die beide hier beschäftigt, sind hier beschäftigt mit Orientierung und Reaktion. Hier, Fräulein. Beide. Okay, also super schwierig. Das ist absolut schon High Class. Wie gesagt, zwei herausragende Spieler hier. Okay. So, und als letzten Trainingsreiz thematisieren wir noch einmal, da drüben ist der Ballkorb, den Bereich Orientierung. Das Ding ist, wenn wir als sehende und hörende Tennisspieler Tennis spielen, haben wir im Rhythmus ja nicht nur, wir sehen nicht nur, unser Gegner schlägt eine Vorhand, wir hören auch, dass der Ball die Seiten berührt, dass der Ball auftrumpft und können deswegen, es gibt ja so klassische Rhythmusübungen, irgendwie Hop, Top oder Hit und Hop und all so Geschichten, dass wir mitzählen, wenn der Ball auftrumpft und wir ihn treffen, dass wir also den Rhythmus hören, das hat der Gehörlose nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie Rhythmus und die Reaktion auf die Gegnerbewegung, auf visuelle Aktion noch mehr schulen. Und das probieren wir einmal so. Ihr geht beide an die Grundlinie. Drei Schläge. Und ich zeige mit meiner Hand ein Signal. Wenn ich die Hand hoch mache, ist offensiv, Attacke. Wenn ich die Hand zur Seite mache, wird eher ein defensiver Schlag gespielt. Das kann ich mit allem Möglichen machen. Ich kann, was weiß ich, hoch heißt
regulärer Spin und zur Seite heißt Heavy Spin. Ich kann da Richtung vergeben, hoch heißt in die Vorhandecke, nach links heißt in die Rückhandecke und so weiter. Wir machen das jetzt ein bisschen mit offensivem und neutralem oder defensivem Schlag. Also hoch, Angriff, zur Seite, passiv. Eine Runde noch mit Urs. Jawohl. Und ein noch mit der Dame. Auch ich muss viel mitdenken bei der ganzen Geschichte. Manchmal mache ich auch irgendwie sowas bei solchen Übungen oder so. Gar nicht so einfach. Aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. Hier muss jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden. Ich könnte theoretisch auch, was weiß ich, wenn es darum geht, dem Gegner gegen den Lauf zu spielen, dann spiele ich einen Ball rein und fange an, in eine Ecke zu latschen. Dann müssen sie mir gegen den Lauf spielen oder solche Geschichten. Und dann haben wir den Bereich Rhythmisierung, visuelle Signale analysieren und dementsprechend schnell entscheiden, schnell handeln und Gleichgewicht thematisiert. Im Grunde genommen, also diese beiden und im Grunde genommen jeder Gehörlose spielt Tennis auch in der Welt der Hörenden. Das heißt, es wird Lippen gelesen zum Beispiel. Einige Gehörlose sprechen tatsächlich sehr gut Lautsprache. Unfassbar, das zu erlernen. Wir alle haben Lautsprache gelernt, indem wir unsere Eltern oder unser Umfeld imitieren, weil wir hören, was gesprochen wird. Deswegen können wir so sprechen. Gehörlose müssen das ganz anders lernen, wenn sie nicht die Umwelt assimilieren können. Und das ist natürlich eine unfassbare Leistung, wenn ein Gehörloser Lautsprache sprechen kann. Euch vielen Dank. Gut. Jawohl. Okay. Und kommen wir zum letzten Bereich, Rollstuhltennis. Wir sind alle übrigens bei diesem berühmt-berüchtigten Meet and Ask später in der Ausstellerhalle hier vorne. Auch meine Sportler werden dort sein. Wenn ihr also Fragen an die habt, spezifischer Art, könnt ihr die super gerne stellen. Erster Ansprechpartner im Bereich Gehörlosentennis in Deutschland ist der Deutsche Gehörlosensportverband, der die Nationalmannschaft formiert, der zu internationalen Wettkämpfen aussendet. Der sitzt in Essen. Das heißt, wenn ihr hier Fragen habt, oh super, vielen Dank, könnt ihr euch auch entweder an den DTB, die Leute haben ja alle einen Tennisschläger in der Hand, das heißt, sie gehören ja auch zum DTB, oder an den Deutschen Gehörlosensportverband wenden. Gut, kommen wir zum Bereich Rollstuhltennis. Im Rollstuhltennis gibt es zwei Startklassen. Eine offene Klasse für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und eine sogenannte Quad-Klasse. Das steht für Quadraplegiker, also für Sportler, die zusätzlich zur Einschränkung der Gehfähigkeit noch eine Einschränkung an den oberen Extremitäten haben. Steffen Sommerfeld aus Berlin startet in der offenen Klasse und Markus Laudan, auch aus Berlin, startet in der Quad-Klasse. Man sieht den Unterschied nicht an, aber bei Markus im Training geht es zum Beispiel viel darum. Markus hat eine Art Gelenkkrankheit, das heißt, er kann zum Beispiel bei der Vorhand nicht den Schlägerkopf abknicken. Das heißt, wir müssen irgendwie andere Bewegungsmuster finden. Bei der Rückhand geht es, in die Richtung ist es okay, bei der Vorhand ist hier Schluss.
Ich habe auch eine Sportlerin in Köln im Training aus der Quad-Klasse, der muss ich den Schläger an die Hand tapen. Also die ist nicht gehfähig, hat eine leichte Spastik in der Hand, kann also beim Tennis nicht den Schläger greifen. Das heißt, wir haben ganz lange nach einem Griff gesucht, den wir an die Hand tapen, und mit diesem Griff spielt sie sowohl Vorhand als auch Rückhand. Das heißt, sie spielt so eine extrem Western-Griff-mäßige Rückhand hier. Der Handrücken schaut zu ihr. Mit diesem Griff kann sie auch Vorhand spielen. Mit diesem Griff schlägt sie auch auf. Da sind wir gerade dabei, irgendwie so fiese Aufschläge zur Seite weg von links und so zu üben. Also alles ist möglich. Früher habe ich immer gedacht, wenn jemand den Schläger nicht festhalten kann, dann kann er auch kein Tennis spielen. Mittlerweile bin ich auch hier eines Besseren belehrt. Okay, ich nehme mal kurz die Linien ab, damit ihr ein bisschen fahren könnt. Hoffentlich reiße ich jetzt nicht die ganze Farbe hier ab. Wem gehört der Platz? Enorm wichtig im Bereich Rollstuhltennis, all das, was wir zu Fuß machen, was für uns Beinarbeittraining ist, ist für die Rollstuhlfahrer natürlich Fahrtraining. Das heißt, der Bereich Beinarbeit wird im Rollstuhltennistraining nicht einfach weggekürzt und es wird nur, was weiß ich, 200 Vorhände auf die Briefmarke gespielt. Der Bereich Beinarbeit wird ersetzt durch Mobilitätstraining im Fahren. Die beiden Jungs sitzen in Sportrollstühlen, wo der Unterschied ist zu Alltagsrollstühlen, jetzt zu erklären, das dauert ein bisschen zu lang. Wichtig ist, die können nicht umfallen. Dieser Stuhl hat zum einen hinten einen Kippschutz, das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Aufschlag nach hinten gelehnt wird, fällt der Spieler nicht um. Die haben einen negativen Sturz mit Rennradbereifung, das heißt, die Dinger gehen schon ganz gut nach vorne. Wir starten, ihr fahrt beide einen leichten Slalom bis zum Netz, macht ein bisschen Mobilität im Hüftbereich, 4 Runden, 2 nach links, 2 nach rechts und fahrt dann quer, diagonal, cross wieder zurück auf die andere Seite, wie so ein kleiner Hosenträger. Genau, ein bisschen eindrehen. Und dann wieder zurück. Das wäre jetzt, was weiß ich, eine Art Slalom-Drill, den ich zum Beispiel auch im Fußgängertennis verwende. Den kann ich adaptieren. Alles, was ich kenne, kann ich adaptieren auf den Rollstuhl. Die Jungs werden dadurch automatisch warm. Hier hat man schon, wenn man das mit zum Beispiel 4 Personen macht, dann wird es hier in der Mitte schon mal eng. Das heißt, da hat man dann auch schon so ein kleines Entscheidungsmoment. Die müssen schauen, wer gibt mehr Gas, damit wir da flüssig durchkommen. Jetzt kommt als Aufgabe noch was Leichtes Kognitives dazu. Wenn ich den Ball euch zuwerfe, fangt ihr ihn mit der rechten Hand. Wenn ich den Ball trumpfe, fangt ihr ihn mit der linken Hand. Na, gemerkt? Werfen, rechts. Gut. Trumpfen, links. Werfen, aufpassen. Sehr gut. Trumpfen. Super. Rechts. Trumpfen. Die sind sehr konzentriert. Wenn wir das bei uns im normalen Training machen, dann haut das nie hin bei denen. Sensationell. Trumpfen. Das wäre links gewesen. War? Ach, seht ihr mal. Werfen. Rechts. Ah! Okay, ihr nehmt eure Schläger dazu. Schläger. Fahrtrichtung bleibt die gleiche. Jetzt verteile ich schon mal Bälle. Wartest du noch kurz da drüben, dann können wir das parallel machen. Ihr bekommt hier vorne einen kurzen Ball, den ihr erfahrt. Fahrt dann schräg zurück und dann gibt es einen ganz fiesen, der hier hinten hochkommt. Wir alle kennen das, hohe Rückhand, super schwerer Schlag, ist auch im Rollstuhltennis der schwerste Schlag. Zusätzlich kommt hier auch noch aus dem Rückwärtsfahren mit Schulterblick, man muss ja auch immer so ein bisschen den Gegner im Blick behalten, zurückfahren, hier oben die Rückhand zu spielen und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, wir starten hier, beide sind beschäftigt. Steffen, komm. Der Ball darf zweimal aufspringen im Rollstuhltennis. Steffen, Achtung. Und Markus, komm. Und dann sind wir wieder vorne. Und hepp.
Oh, der ist fies. Gut geholt. Und das. Oh, und da hinten. Bist du da? Eine Runde noch. Und komm. Eins. Markus Gass, komm. Eins, zwei. Und Steffen. Jawohl. Sehr gut. Schön. Steffen, fährst du rüber? Wollt ihr euch noch kurz ein bisschen einschlagen? Währenddessen kann ich was zu den Regeln erklären. Dann machen wir noch einen Abschluss-Drill. Genau, spielt ihr einfach ein bisschen durch die Mitte. Können die Leute ein bisschen gucken. Also wie gesagt, der Ball darf zweimal aufspringen im Rollstuhltennis. Diese Möglichkeit wird aber immer weniger genutzt, je stärker die Spieler werden. Das heißt, auch die probieren natürlich, auch die probieren natürlich, das Spiel schnell zu machen. Das heißt, so wie der Fußgänger seinen Splitstep macht und möglicherweise in den Return reingeht, ich mache das Netz mal wieder hoch, ne? Wir müssen ja nichts schön hier. Rollt auch der Rollstuhlfahrer, während der Aufschläger den Ball hochwirft, rollt der Rollstuhlfahrer bereits ins Feld und probiert, den Ball nach dem ersten Trumpfer zu nehmen. Dieser Platz ist hier für Rollstuhltennis schon relativ kurz. Das heißt, wenn man auf so einem kurzen Platz spielen würde, ist wahrscheinlich nicht turnierkonform, ich sehe es nicht ganz genau, und man würde einen hohen Ball hinten an die Grundlinie spielen, dann besteht fast nur die Möglichkeit reinzufahren, den als Halbvolley zu nehmen, denn den, genauso wie er es jetzt gemacht hat, den ganz weit hinten am Zaun zu spielen, wird bei dem kurzen Platz schon fast unmöglich. Ansonsten seht ihr ganz viele Parallelen zum Fußgängertennis. Der Schläger in der Hauptaktion kommt immer von hinten unten nach vorne oben. Es gibt Spin, es gibt Slice. Die Jungs schlagen aus dem Sitzen auf. In der Rollstuhltennis-Weltspitze wird aus dem Sitzen so im Schnitt 170 aufgeschlagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch so in dem Bereich aufschlagen. Aber das ist natürlich, wenn man denkt, die haben den Winkel da unten, schlagen trotzdem so stark auf. Schon ganz schön verrückt. Normalerweise würden diese beiden niemals gegeneinander spielen. Wie gesagt, zwei unterschiedliche Startklassen. Die Rollstuhltennis-Turnierszene ist komplett angegliedert an die ITF. Das heißt, jetzt, Matthias hat es auch schon kurz erwähnt, im Januar bei den Australian Open starten Rollstuhltennisspieler, unsere beiden vom Ranking her stärksten Spielerinnen, Sabine Ellerbrock aus Bielefeld und Katharina Krüger aus Berlin, gehen da an den Start, sind aktuell die Nummer 4 und die Nummer 9 der Welt. Und dann gibt es über Future-Turniere, Super Series und wie gesagt Grand Slams, es gibt ein Rollstuhltennis-Masters und so weiter. Das ist komplett angegliedert durch die Eingliederung in die ITF ans Regeltennissystem. So, jetzt muss ich einmal schauen, ob wir noch Zeit haben. Jawohl. Dann zeigen wir noch eine kurze Übung. Die Aufgabe von Steffen wird sein, mit mir cross einen Rhythmus zu halten. Das heißt, hier geht es um Rhythmus und später dann um Reagieren. Und Markus hat noch einen kleinen Mobilitätsaspekt, fährt hier vorne eine 8 und entscheidet durch Beobachtung des rhythmischen Spiels von Steffen und mir, wann er attackiert, wann er aggressiv hier vorne in den Halbvolley oder Volley reinfährt. Sobald er das tut, wird der Punkt ausgespielt zwischen den beiden. Hast du? Der war natürlich sehr schön mit Winkel rausgespielt. Den kann man nehmen. Schwieriger Ball im Rollstuhltennis. Der Ball, der genau frontal auf den Stuhl kommt. Es wird auch ganz viel auf den Körper, auf den Stuhl aufgeschlagen.
Schade. Für die Fans da drüben, die Leute, die kein Ticket mehr gekriegt haben. Oh, das wäre. Und komm, bleib vorne. Genau, dann wäre natürlich eher das taktische Manöver gewesen, vorne zu bleiben, den Volley zu platzieren und dann wegzudrücken. Weil natürlich gilt, wenn man da vorne sitzt am Netz und sich einen faulen Lenz macht, dann wird man im Rollstuhltennis überloppt. Oh, sorry, da ist der Platz irgendwann zu Ende, genau. Zwei Durchgänge machen wir noch. Warte, oh, der noch. Alles gut. Okay. Gut, vielen Dank an die. An die beiden Spieler, die sind vom Ranking her in der Weltrangliste nicht so platziert, als dass sie jetzt Grand Slams spielen dürften. Skandal im Rollstuhltennis, werden zu den Grand Slams nur die Top 7 der Welt eingeladen. Das heißt, die starten direkt im Viertelfinale, die besten 7 dürfen zu den Grand Slams. Dann gibt es noch eine Wildcard, meistens für einen Local Hero. Das heißt, das große Ziel eines jeden Rollstuhltennisspielers ist es, in die Top 7 der Welt zu kommen, um irgendwann mal einen Grand Slam spielen zu dürfen, was natürlich echt nicht einfach ist. Der Klassiker an Fragen über Rollstuhltennis, machen die den Platz kaputt? Die Antwort ist nein. In der Rollstuhltennis, in der Weltturnierserie gibt es so roundabout 130, 140 Turniere und ich sag mal 70% davon sind auf Sand. Das heißt, oder bei Wimbledon auf Rasen wird auch gespielt und so. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben um eure Tennisplätze, wenn dort Rollstuhltennis gespielt wird. Wenn ich da mein Mädenspiel mache und voll reinrutsche in den Platz, dann ist der mindestens genauso in Mitleidenschaft gezogen, wie als wenn die Jungs mit ihrer wenigen Auflagefläche, mit den dünnen Rennradreifen dort auch auf den Platz gehen. Alles klar. Zum Abschluss ist die Message, Sportler mit Behinderung sind eine große und vielfältige Zielgruppe. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade im Nachwuchsbereich. Wir haben in Köln zum Beispiel eine Ballschule für Kinder mit Behinderung ins Leben gerufen. Bunte Helden heißt das. Da kommen Kinder mit allen möglichen Behinderungen, die bei uns in einem geschützten Rahmen, in einem exklusiven Rahmen, es ist kein inklusives Angebot, ab und zu machen mal Geschwisterkinder mit oder so, aber die bei uns in diesem exklusiven Rahmen Fähigkeiten entwickeln können, die sie dann fit machen für den inklusiven Spielbetrieb. Das heißt, dass dann irgendwann unsere Rollifahrer zum Beispiel integriert werden in eine Fußgängertruppe mit Gleichaltrigen. Es ist kein Problem, ob ich jetzt einem Fußgänger eine Vorhand zuspiele oder einem Rollifahrer. Ändert an meinem Training überhaupt nichts. Ich muss nur entscheiden, spiele ich dem Rollifahrer den Ball so zu, dass der zweimal trumpft oder einmal trumpft. Ansonsten ist das alles gleich. Oder sich für ein exklusives Angebot entscheiden und weiterhin in einer rollstuhlspezifischen Tennisgruppe spielen, weil natürlich der Ball vom Gegner, vom Rollstuhlfahrer ganz anders kommt als von mir, vom Fußgänger, weil natürlich die Flugkurve und so weiter eine andere ist. Inklusion fängt im Kopf an. Das ist das, womit wir angefangen haben und womit ich jetzt auch gerne ändern würde. Es reicht nicht, wenn wir als Tennistrainer, als Vereine, als Tennisschulen darauf warten, dass irgendwann mal der Rollstuhlfahrer, der Blinde, der Gehörlose, die Eltern von jemandem mit einer geistigen Behinderung zu uns ankommen und sagen, dürfte der denn mal bei euch Tennis spielen? Im Grunde genommen müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Wir müssen kommunizieren nach außen. Tennis ist für alle da. Tennis ist ein Sport für alle. Der
DTB ist ein Sportverband für jeden, der einen Schläger in die Hand nimmt. Der TCXY bei mir, bei euch zu Hause, ist ein Verein für alle. Und so wird es irgendwann dann vielleicht zu einer Selbstverständlichkeit, dass wenn ich dann mein Herrentraining habe, dass nebenan ein Rollstuhltennisspieler spielt, dass ein Gehörloser vielleicht bei uns in der Herrenmannschaft spielt, und halt diese Berührungsängste, diese Barrieren nicht mehr vorhanden sind. Inklusion ist der große Kampfbegriff darüber. Möglicherweise sind einige von euch im Schuldienst. Da kann das viel, viel schwieriger sein als im Tennis. Alle haben Schläger in der Hand, alle haben Bock, alle gehen auf den Platz. Und unsere Aufgabe ist es doch einfach, jemandem Tennis beizubringen, egal ob er läuft oder rollt, ob er sieht oder nicht gut sieht, ob er gut hört oder nicht gut hört, ob er schnell oder langsam lernt. Und ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen zeigen konnte. So, vielen Dank. Ich habe hier auch für dich was Kleines. War mega interessant, das hatte ich aber nicht anders erwartet. Ich glaube, das, was du am Ende gesagt hast, diese Barriere überwinden, das haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen geschafft. Und ich habe mir noch was anderes vorgenommen. Kannst du einmal mit mir probieren, ich als Blinde? Weil ja, klar. Das fand ich, also ich meine, ich bin, also ja, tennismäßig Michael, eh blind. Michael, können wir mal deine Brille haben? Ach, die soll ich jetzt auch noch, ich mache die Augen zu, vertrau mir doch. Nee. Ich wollte nochmal sagen, unfassbar. Ich kann das nicht verstehen, wie das geht. Und jetzt wird jeder sehen, warum ich es nicht verstehen kann. Also jetzt sind natürlich die Linien nicht mehr da. Ja, das hindert mich auch nicht. Ich werde eh nicht treffen. Oh. Über die Brille. Und jetzt ist alles weg, ne? Du, was ich gesehen habe, er hat immer so ein bisschen seitlich wahrscheinlich, damit das Gehör wirklich besser in die Richtung geht. Ne? Ja, das liegt daran, dass Michael auf einem Ohr ein bisschen besser hört als auf dem anderen. Das heißt, klar. Er hat für sich herausgefunden, wenn ich ein bisschen den Kopf neige, kann ich den Ball besser orten. Und der Ball muss dreimal springen? Nö, du darfst ihn auch nach dem ersten nehmen. Kannst ja mal probieren. Aber werf jetzt nicht so schwer. Sag mir kurz, ich bin jetzt in Mitte des Feldes. Komm ein bisschen zu mir, nach links rüber. Ja, Netz ist da. Genau, jetzt stehst du genau auf dem T-Kreuz. Okay. Wo ist denn der Ball? Hat schon jemand aufgeräumt hier vorne? Sorry, dass ich jetzt so, aber das macht mich wahnsinnig, wie der die Bälle getroffen hat. Ich habe ein 9-jähriges Mädchen im Training, die hört den Unterschied zwischen schwarzen und gelben Bällen. Ja, schön, dass du mir das jetzt nochmal sagst. Ja, super. Klasse. Gut. Ja. So, Moment, also gut, okay, also los. Willst du direkt schlagen oder? Ja, ne? Ich probiere, also wir machen erstmal treffen. Wir wollen ja auch den Zeitrahmen nicht genau. Zwei, dreimal probieren. Vielleicht, dann machen wir, wohin du der willst. Der Ball kommt auf deine Vorhand. Gut. Ja? Ready? Ja. Play. Schade. Der Ball ist zwischen Bein und Schläger durchgefallen. Ja, da gehört er hin. Super. Scheiße. Ball kommt. Ja. Mann! Mehr auf die Pfanne werfen kann ich nicht. Der hat jeden Ball getroffen. Das gibt's überhaupt nicht. Ah, schade. So, und jetzt weiß jeder, warum das so schwer ist. Unfassbar. Echt, unfassbar. Dank dir. Jawohl. Es war überragend, ehrlich. Dank dir. Gerne.